Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 2. Wir haben uns durch die Spiele, die zu Half-Life 1 gehören, gespielt. Aus meiner Sicht, die DLCs gehören einfach dazu. Das ist für mich ein Ding. Deswegen landete das auch alles in einer Playlist. Und sind jetzt bei Half-Life 2 angekommen. Ja, Half-Life 2, ich hatte letztes Mal schon angekündigt, wir haben damals Half-Life 1 gespielt, so um die 98. Und irgendwie kamen dann diese Add-ons nach und nach, aber sowas richtig Neues gab es nicht. Ihr habt gemerkt, die Add-ons sind relativ klein. Ja, dann haben wir ganz lange gewartet, und zwar bis ins Jahr 2004. Ich habe hier tatsächlich die Wikipedia-Seite auf, dass ich nichts Falsches sage. Bis ins Jahr 2004, am 16. November 2004 ist Half-Life 2 in Europa erst veröffentlicht worden. Und das war ein Riesending. Einfach aus dem Grund, da Half-Life 2 eine komplett, nicht einfach nur ein neuer Teil war, wie die anderen Teile, sondern eine komplett neue Engine mitbrachte, die sogenannte Source Engine, die auch ziemlich gehypt wurde von Valve. Da wurde dann ein Abschnitt aus Half-Life 2 tatsächlich als Demo rausgebracht, wegen der revolutionären neuen KI und vor allem revolutionären neuen Physik-Engine. Und ehrlich gesagt würde ich sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Aber das war wieder so ein riesengroßer Schritt, weil mindestens im Massenmarkt da diese ganze neue Physik dann auf einmal und auch dieses Anführungsstrichen realistische Physik in Spielen da zum ersten Mal groß wahrgenommen wurde, sag ich mal. Ich kann ehrlich gesagt wieder nicht sagen, ob das wirklich das erste Spiel war, was das gemacht hat. Ich bezweifle es tatsächlich, aber da ist es sehr, sehr groß geworden, weil Half-Life durch Counter-Strike damals, also es gab dann noch Counter-Strike als reines Multiplayer-Spiel und das ist riesengroß geworden, wodurch dann auch aus Pirateriegründen und auch Cheatergründen dann eben der Steam-Client entstanden ist, der primär, da gab es so gut wie keine Spiele auf Steam. Also ich glaube, die Kaufplattform hat noch gar nicht existiert. Aber also, es war primär ein Teil, wo man sein Spiel reinregistrieren konnte und damit die Echtheitsprüfung gemacht hat und eben auch im laufenden Spiel geguckt wurde, dass keine In-Memory-Hacks für das Spiel installiert waren und solche Geschichten, weil das eben ein Multiplayer, ein Sport war quasi, ne? Das war schon ein E-Sports-Spiel. Das ist auch so, wie ich es verstanden habe. Also in meiner Wahrnehmung sind die E-Sports damit auch entstanden. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn das falsch ist. Das ist so, wie ich das damals wahrgenommen habe. Und also zumindest, okay, ich sage mal mindestens, was Ego-Shooter angeht und wie gesagt, E-Sports im Sinne von, dass es Ligen gab und solche Sachen. Mit Preisgeldern, das ist hier bei uns damit gefühlt erst losgegangen. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, ob das stimmt. Also wenn das da irgendwie falsch ist, gerne Kommentar hinterlassen. In Half-Life 2 war es dann eben so, dann gab es eben diese Source Engine, dann ist Counter-Strike nochmal größer geworden, weil dann gab es natürlich auch einen Counter-Strike mit dieser Engine. Aber ich würde sagen, wir springen gleich mal rein. Ich schalte eben noch, ich habe das Spiel, wie man hier sieht, auf Englisch installiert und da ich jetzt keinen Bock habe, wie bei Lands of Lore, jeden Text, der gesagt wird, nochmal zu übersetzen und euch zusammenzufassen, was gesagt wurde, gehe ich jetzt einfach mal her und stelle die Untertitel, deswegen ist die Konsole offen, mit CC Lang German, einmal auf Deutsch. So, bitteschön, jetzt haben wir auch deutsche Untertitel, das ist der Grund, ich die Konsole brauche. Und dann fangen wir doch einfach mal an mit dem cinematischen Intro von Half-Life 2. Genau, wir fangen von vorne an. Ich habe das Spiel natürlich schon mehrfach durchgespielt. Klar, ich könnte jetzt irgendeinen beliebigen Startpunkt aussuchen. Wir fangen von vorne an. Und nicht zu vergessen, Ladebildschirm. Ein wichtiger Bestandteil von jedem Spiel. Nasenspray und los geht's. Rise.
rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Bevor ich aussteige, wie man sieht, wir starten wieder in einem Zug. Wir lassen mal den Mann seine Willkommensrede im Hintergrund halten. Das wiederholt sich tatsächlich auch immer. Wir fangen also wieder an. Wir werden von dem G-Man, wurden von dem G-Man begrüßt und hier einfach an einen Ort geschmissen. Die bisher noch Stimme ohne Gesicht nennt diesen Ort City 17. Und wir gehen mal aus dem Zug und schauen, was uns hier erwartet. Wer bist du? Okay. Irgendein fliegendes Vieh, was uns fotografiert hat und dann wieder wegfliegt. Man sieht ja auch schon den Schritt nach oben, was die Grafik angeht. Das ist mit einer der Punkte. Natürlich können wir Sachen wegschieben. Sie draufstellen. Mit dem Schieben fällt auch gleich auf, es bewegt sich anders als früher. Okay, die deutschen Untertitel sind auch die für Hörgeräte geschickt, das heißt, sämtliche Geräusche sind mit untertitelt. Jetzt lassen wir ihn erstmal reden. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safer here. Na, das klingt doch eigentlich schon mal sehr zuversichtlich. Ich kann auch mit E Dinge aufnehmen und werfen. Die sieht man auch schon. Die Physik-Engine am Werk. Das ist genau... Ja, auch die Geräusche sind jetzt passend zu dem, was wir hier haben. Die Glasflasche zerbricht. Also hier ist einiges. Und hier sehen wir jetzt schon irgendwelche Soldaten und auch interessanterweise einen Vortigaunt, ja, der hier putzt. Ja, im letzten Spiel haben sie uns noch beschossen, jetzt putzen sie für uns. Mein Telefon, wir können sogar den Hörer von dem kaputten Telefon nehmen. Leider können wir nicht mehr aufhängen. Aber gut. Lass uns mal weitergehen. Okay, die Wachen sind scheinbar nicht so freundlich. Overwatch stopped our train in the woods and took my husband for questioning. They said he'd be on the next train. I'm not sure when that was. They're being nice, though, letting me wait for him. Okay, scheinbar ist das hier eine sehr... Gut, okay, das sollte ein Öffnengeräusch sein, aber egal, eine sehr dystopische Zukunft. Ein Police State, ein Polizeistaat scheinbar. Ah, die Getränkautomaten gibt's immer noch. Und ich kann mir immer noch ein Getränk ziehen.
Schön. Aber ich sammle es nicht mehr ein, um Lebensenergie zu sammeln. Naja, okay. Schauen wir mal weiter. Sieht nicht so glücklich aus. They put something in it to make you forget. I don't even remember how I got here. Okay, bei dem Anfang glaube ich das sogar noch. Okay, die Leute hier sind sehr verwirrt, wie es scheint. Dr. Breen again. I was hoping I'd seen the last of him in City 14. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. Okay. Jetzt wissen wir also, dass dieser Mann Dr. Breen heißt. Tatsächlich ist es so, dass davon ausgegangen wird, dass man ihn kennt. Ich habe jetzt die ersten Teile gespielt und kann mich nicht daran erinnern, dass er da irgendwie vorkam, aber gut. Welcome to City 17. I'm working up the nerve to go on. You have chosen or been chosen to relocate to one of our friends. Schauen wir mal, was uns hier blüht bei den Soldaten. My administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. So, whether you are here to stay or... Okay. Sollten, glaube ich, uns lieber dran halten. Noch sind wir unbewaffnet und haben auch unseren Schutzanzug nicht. Schließlich haben wir kein HOD. Die wollen scheinbar nicht, dass wir hier mitkriegen, was passiert. Wirklich? Ich will nicht. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the scare. I had to put on a show for the cameras. Barney Calhoun. Cover with civil protection. I can't take too longer. They'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman. I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, auch schön, Gordon, Sie zu sehen. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Puh, schnell hier raus. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. So, jetzt haben wir tatsächlich auch mal ein Stückchen Ruhe. Ja, wir haben also unseren Freund Barney Calhoun. Ihr erinnert euch aus Blue Shift. Das habt ihr vor einer Woche gerade erst gesehen. Und ich habe es vor 3-4 Tagen erst aufgenommen. Ja, es ist immer noch Dezember 2020. Ich nehme das hier, obwohl ich weiß, dass die Folge irgendwann Mitte nächsten Jahres, also Mitte Juni 2021 rum rauskommen wird. Nehme ich das hier schon im Voraus auf. Ich will mich schließlich auf Half-Life Alyx einstimmen, was ihr schon viel früher sehen könnt natürlich dann. So, das war also jetzt quasi der erste Teil des Intros und wir sollen hier zu dem Fenster raus und ein paar Sachen stapeln. Das ist natürlich schon die Demo für die Physik Engine. Ja, also ich kann hier die Sachen tatsächlich nehmen und stapeln, nicht nur so komisch schieben und dann mit diesem Force-Shove, was es ja quasi war, durch die Gegend schieben. Nein, ich kann sie wirklich nehmen, irgendwohin platzieren und dann auch ohne diesen komischen Sprung mit der Steuerungstaste normalerweise. So, hüpfen, raufhüpfen. So, und hier können wir jetzt runter.
Und diese Kiste hat unseren Fall gedämpft. Und noch einmal, ich kann hier also eine Flasche nehmen und werfen und die zerspringt in lauter Einzelteile. Und dann kann ich auch eigentlich... Dann ging das... Nein, das ging nicht mehr. Okay, ich war mir sicher, ich konnte auch die Einzelteile nehmen. Aber auch diese... Naja, diese Klötze kann ich nehmen und werfen. Nicht so weit, weil sie sind schwerer. Und das gleiche gilt, ne, wenn ich diese Tonne werfe, die hat auch, die scheint leer zu sein, aber hat auch einiges an Gewicht. Das ist hier alles richtig modelliert. Dann schieben wir mal die Tür auf. So, jetzt haben wir auch die Ladezeiten, wie sie früher im ersten Teil waren. So, hier ist ein Schloss, das kriegen wir nicht auf. Das nicht verfügbare Geräusch ist auch... Ne, das ist ein anderes. Vorher war es ein Düt, jetzt ist es dieses Blub. So. Ja, ich sollte das lieber machen. Natürlich ist das auch nur eine Demo der Physik Engine. Um zu zeigen, du kannst Sachen nehmen. Das ist dann sozusagen, so bringt dir das Spiel das bei, dass das geht. An der Stelle hätten wir uns auch entscheiden können, die Dose gegen ihn zu werfen. Was ist hier? Was ist das hier? I don't know about you, but I'm ready to join civil protection just to get a decent meal. Ah, die kriegen also noch nicht mal was Gescheites zu essen. Also wirklich keine sonderlich gute Zukunft hier. Und hier ist der Plaza von City 17. Und das hier wird wohl die Zitadelle sein, die die Gönner so gönnerhaft bereitgestellt haben. So, ich kann jetzt auch hier schön weiterreden, weil ihr mitlesen könnt gleichzeitig, was Dr. Breen erzählt. Hier sind diverse Poster. Okay, die Kamera wird rot. Nein, hier darf ich nicht rein. Okay. Und Dr. Breen redet was von Instinkt und Aberglauben und das ist ja das Böse. Aha. Hier dürfen scheinbar nur Bürger rein, die dort registriert sind, dass sie dort leben. Ja, hier die Tür ist auch mit irgendeinem komischen Ding verschlossen. Und ja, selbstverständlich kenne ich auch das Spiel schon. Tatsächlich kenne ich Half-Life 2 wohl am besten von der ganzen Reihe. Das ist auch tatsächlich von dieser Reihe mein Lieblingsspiel. Dennoch werde ich teilweise so tun, als wenn ich nicht weiß, was los ist. Zumal ich hier ein paar Details angucken will. Hier sieht man, wie auch Leute unterdrückt werden. Ein Riesenviech. Strider wird das hier im Closed Captions genannt. Dann klettern wir mal hier hoch. Und hier wieder runter. Damit sind wir über den Zaun drüber. Wir sollten uns dran halten. Wir wollen nicht von denen mit ihren elektrischen Knüppeln geschlagen werden. Das ist nämlich das, was dann passiert. Starts. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. So, auch nochmal zur Physik Engine. Ich kann hier die Sachen drehen und die werden dann entsprechend physikalisch umgesetzt. Das dreht sich. Die Schaukel hier, das ist dann alles jetzt noch Physik-Demos am Anfang. Ich kann hier das drauflegen. Und es wird korrekt berechnet. Ja, die Hebelkraft wird korrekt berechnet anhand von dem Abstand des Blocks
zum Hebelpunkt. So. Hier können wir nicht durch, aber hier können wir rein. Alles etwas sehr heruntergekommen hier. Aber es soll ja auch eine dystopische Zukunft darstellen. Hier können wir nicht raus. So, dann gehen wir mal wieder hier, gehen wir hier mal die Treppe hoch. Ich glaube auch, dass das eine überarbeitete Version ist. Oh, was ist denn hier los? Still had a door. Oh, I thought you were a cop. Nein, nein. Look at them down there. I told you they'd be coming for us next. Just this once, I hope you're wrong. Ja, ziemliche Dystopie, wie gesagt. I can't take it anymore. It's gonna be okay. What are we going to do? We'll think of something. Ja, wie immer stirbt die Hoffnung zuletzt. Attention, Resident. Miscount detected in your block. Cooperation with your civil protection team. Head for the roof. There's no time to lose. Okay, der Grund, warum ich so leise bin, ist übrigens, weil momentan viel der zu hörenden Texte quasi die Story einführen. Und hier sieht man, die wollen mir nach. Die sind natürlich dabei, mich zu jagen. Die wissen schon, scheinbar schon, mit wem sie es zu tun haben. Und deswegen gehe ich jetzt mal gleich hier. Aha, da schießen die auch schon. Au! Da wird gleich hier das ganze Sichtfeld rot, wenn ich getroffen werde. So, na, lauf weiter. So, noch habe ich weder eine Waffe noch einen, und die können mir auch super folgen. Und diese Scanner, wenn die mich fotografieren, bin ich ja kurz blind, wie man sieht. Muss ich alles mal kurz zeigen. Kann mich aber tatsächlich nicht wehren. Das Einzige, was ich tun kann, ist weitergehen und dann hier in dieses Haus hinein. Noch sind wir so ziemlich wehrlos und laufen oder stolpern quasi etwas durch die Welt. Oh. Ich dachte schon, das wäre das Ende gewesen. Dr. Freeman, I presume. Und wer sind Sie? The Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Oh, die kann ziemlich gut kämpfen. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Ah ja, das hier ist die Tür, wo die Combine-Soldaten herkamen. Dann folgen wir ihr doch mal. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Doch, das kleine Mädchen. Ich kann mich noch erinnern bei dem Bring Your Daughter to Work Day. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Geheimtür. Was damals auch neu war, waren die Gesichtsausdrücke. Das haben sie auch ganz stark beworben, dass sie super toll die Gesichtsausdrücke hinkriegen können. Funny, you showing up on this day in particular.
So, wie gesagt, ich bin noch etwas ruhig, damit ihr das Intro noch genießen könnt. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today we're finally on the verge of having a better way. Welchen denn? Here, let me buy you a drink. Oh ja, das ist gut, ich bin am Verdursten. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Auch schön, dich zu sehen. Du bist ziemlich groß geworden. Das ist das geheime Labor. Lamar, come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Hey, ich wollte eine Wiedersehen zum Umarmung. Aha, er macht also Videoschnitt oder so. Teleport? Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, is it here? There you are. Barney. Man, Gordon, you stirred up the hive. Oh. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides. Ja, genau. Katze. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my shift, but okay. Ich interessiere mich eher für die Katze. Auch schön, hier die ganzen Daten landen direkt im Mülleimer. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head, fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up. No, not up there! No, no! Careful, Lamar. Those are quite fragile! Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah, longer if we're lucky. Barney! You're not an animal person. Ich muss ja sagen, eigentlich ist Lamar ja ziemlich süß. Ich wollte euch eigentlich hier diesen Teleporter zeigen. Nochmal, machen wir es nochmal. Den Kaktus von links wieder zurück nach rechts. Hier sieht man also, dass die Teleporttechnologie ziemlich weit ist mittlerweile. Dann ziehen wir halt jetzt den Anzug an. Wir sind wieder in unserem Element. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, oder? I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit you stuff, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. Ein Ladegerät. Ah! Modified your suit to draw power from Combine Energy Outlets, which are plentiful wherever they patrol. Ja, das ist jetzt quasi neu. Dass es jetzt endlich quasi gefühlt mehr Sinn macht. Nein, ich wollte hier nicht hoch. Ich wollte da rein. Dass hier Ladestationen hängen. Für die Suits. Weil die Combines sie für ihre auch verwenden. Wow. Sollte der Bluescreen so sein? Hier? Moment, das kennen wir doch.
Warten, bis wir das Signal kriegen und einen Schalter umlegen. Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to base and LT orbital. Conditions could hardly be more ideal. Das Geräusch kennen wir auch vom ersten Teil. Ein Dreiphasenstecker. Und weg ist sie. Ich hoffe, sie ist angekommen. My relief is almost palpable. Fantastic work, isn't it? Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Ich habe doch nur den Schalter betätigt. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're... Muss er nicht zurück zu seiner... Achso. And not a moment too soon. Ja, wir müssen dringend hier weg. Könnt ihr die Sequenz irgendwie beschleunigen oder so? Initializing. In 3, 2, 1. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage and best of luck in your future endeavors. Wir sehen uns gleich wieder im Fernseher. Lamar, nicht jetzt. Weiß, dass wir es sind. He didn't come through. Then where is he? Behind you. Shut it down, shut it down. Gordon, you must get out of here. Run! Get down out of sight. I'll come find you. Ja, und jetzt sind wir also außerhalb des Gebäudes und das Combine beziehungsweise Dr. Breen wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Und jetzt geht eigentlich, wenn man es um das eigentliche Spiel erst los. Wir sind auf der Flucht und versuchen irgendwie zu Eli Vance zu kommen. So, was ich nicht weiß, ist, ob er beim Loading auch speichert. Also werde ich jetzt wie das letzte Mal auch die F5-Taste sehr häufig verwenden. Hey, Gordon. Da bist du. Full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Ooh. Good luck out there, buddy. Danke. Das ist wirklich sehr hilfreich. Ja, und hier sieht man, wie sie einen Haufen Drohnen rausschicken, wohl um mich zu suchen, nachdem Dr. Breen mich gesehen hat. Und
schließlich weiß, wie gefährlich ich sein kann, da er wohl weiß, was ich in dem ersten Teil alles erreicht habe. Sie haben uns schon entdeckt. Hier kann ich tatsächlich rennen. Im alten Spiel hat man ja automatisch gerannt. Und hier durch? Nein. Wir können hier durchschießen, ich kann aber nicht durch. Okay. Tatsächlich so Kleinigkeiten wie, wo genau lang muss ich auch noch rausfinden teilweise. Ah ja, hier ist die Tür offen. Ups. Vielleicht nicht so klug. Wieder zurück. Naja, gut, hier kann ich stehen bleiben. Hier kann ich stehen bleiben. Da ist ja die Tür offen. Puh, der Zug hätte mich überrollt. Kommen wir da mal hinterher. Und hier durch. Oh, da hat sich jemand eingerichtet mit einer Lampe. Auch selbst die Pappkartons fallen in sich realistisch zusammen. Die Lampe jetzt nicht unbedingt. So, dann hier hoch. Ich kann mich noch nicht wehren, also springe ich einfach weiter. Eine kurze Pause zum Speichern. Ah, hier ist Lebensenergie. Ich vergesse immer, dass ich sprinten muss in dem Spiel. Oh, hier runter. So. So. Und jetzt sind wir hier durch. Und damit, dass wir hier durch sind, und wir hören schon, dass uns ein Kameraauge sucht, damit, dass wir hier durch sind, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, miau.